Lifestyle-Unternehmer Jens Hilbert hat sein erstes Buch herausgebracht. Den Mutigen gehört die Welt, lautet der Titel. Der Mann, der sein Geld in der Haarentfernungsbranche macht, schart gern die VIPs um sich. Mariella Ahrens wird sogar von ihm gecoacht. Ich habe öfter mal Mut bewiesen, aber ich glaube, einer der letzten mutigen Sachen, die ich gemacht habe, war ein Fallschirmsprung, weil ich nämlich eigentlich Höhenangst habe. Und wann muss Jens Hilbert Mut zeigen? Ja, Mut muss ich auch manchmal beweisen, wenn ich Streit mit meinem Freund habe und wieder mal demütig sein muss, muss lieb sein und muss mich entschuldigen. Aber ich muss auch Mut beweisen, wenn ich eine Millioneninvestition tätige für meine Unternehmensgruppe. Oder auch, wenn ich einen roten Teppich mit der Mariella besuche und ganz aufgeregt bin, weil ich noch ein Red Carpet Bambi bin. Berührungsängste hat Hilbert nicht. Vielmehr gibt er den Prominenten Ratschläge fürs Leben. Ich sag's mal so, gerade auf der großen Bühne, wo man für jeden Stolperer oftmals Häme bekommt, sind die Menschen oft sehr, sehr sensibel. Und dann bringe ich meistens im Coaching das Beispiel der einsamen Insel. Stell dir vor, du wärst auf einer einsamen Insel, wo niemand werten und bewerten würde, wo niemand Speckröllchen oder sonst was bewerten würde und wo einfach du, so wie du bist, gut bist. Und das versuche ich den Menschen beizubringen, dass sie immer mal wieder sagen, Mensch, so schlimm ist es doch gar nicht, wir sind gesund, alles ist gut, wir haben ein schönes Event und wir kommen voran. Natürlich kann immer mehr Geld und mehr Luxus und mehr Status im Leben und mehr Liebe und noch eine tollere Beziehung. Aber letzten Endes muss man abends, wenn man in den Spiegel guckt, sich selbst treu sein. Und das versuche ich in meinen Coachings auch rüberzubringen. Seinen eigenen Werten treu zu bleiben und da auch mal egoistisch sein, konsequent sein, sich nicht verarschen lassen von seiner Umwelt und seinen Weg gehen. Und dann ist man auf einmal frei. Und das ist doch ein guter Grund, mal kräftig in die Luft zu springen.